Hallöchen, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nehmen wir mal wieder Minecraft auf. Ja, es kam jetzt die letzten Tage kein Video, das tut mir leid, da ich hatte ein Video aufgenommen, aber das hat ein bisschen viel Schneidarbeit in Anspruch genommen und da war ich einfach ein bisschen zu faul, das zu schneiden, ehrlich gesagt. Aber jetzt kommt wieder ein neues Minecraft Pocket Edition Video und ja, also, Moment. So, muss erstmal wieder hier durchkramen, so Let's Play. So, da sind wir wieder. Ich habe heute das Texture Pack nicht drin, denn es ist eine neue Minecraft-Version draußen, nämlich die 9.14 Build 7. Und das Texture Pack funktioniert irgendwie nicht. Ich habe das hier mal, kann ich ja mal kurz zeigen. Ich habe es drin, den Shader. Aber irgendwie, nee. Da kann ich nicht viel machen. Also müssen wir jetzt wohl ohne Shader auskommen müssen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Und ja, ich habe gerade nicht so viel Holz, schließlich baue ich auch gerade ein Haus, da brauche ich ja Holz wohl. Und deswegen hole ich mir mal welches. Es ist, wie ihr auch sehen könnt, eine neue Minecraft-Version da, nämlich... Fail... Ja, habe ich gerade eben schon gesagt. Und in dieser Minecraft-Version geht die Dingsbums, die Windows 10 Mod, geht die alte nicht mehr. Da gibt es jetzt eine neue. Ich verlinke euch mal die neue in der Videobeschreibung und auch die von der 0.14 Build 7, die Mediafire-Seite. Dann könnt ihr euch das auch runterladen. So, erstmal hier das Holz zu Bretter machen. Und ja, ich glaube, das Haus ist eigentlich schon groß genug so. Ich könnte eigentlich auch mal so zur Sicherheit ein bisschen hier drumherum ausleuchten. Dass hier so wenigstens in einem kleineren Umkreis keine Monster spawnen. Das wäre schon ganz günstig. So, dann hier... ja, mir hat übrigens ein Kumpel mal erst kürzlich geschrieben, dass es das Frenbo, wo ich ein Video von hochgeladen habe, dass es da noch weiter ging, nur dass ich halt, zu dumm war, um da weiter zu finden. Ich habe halt da irgendwie alles abgeklickt wie ein Irrer und habe einfach nicht herausgefunden, wie es weitergeht. Und jetzt ist mein Kumpel geschrieben, ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wie man da weiterkommt. Und deswegen werde ich mal schauen, ob ich da noch weiterspielen werde. Ob ich das noch rausfinde. Ja, also ich finde Frenbo ist ein richtig cooles Spiel. Deswegen würde es mir auch Spaß machen, das noch weiter zu spielen. Also ich werde mal mein Bestes da tun. Okay. Also, habe ich Monster gerade an? Gut. Ich könnte auch einen Schwierigkeitsgrad hochstellen. Dann haben die Monster auch Rüstung an. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm. Vor allem, weil sie da einfach nicht viel stärker werden. Das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Okay. Komm, das mache ich jetzt einfach mal. Das macht ja eigentlich kaum einen Unterschied, außer dass die Monster alle Rüstung anhaben, die sie dann auch droppen. Ich weiß gar nicht, ob sie die komplette Rüstung droppen, aber auf jeden Fall droppen sie etwas Rüstung. Kuh, warte mal, Kuh, wir reden mal kurz, ne? So, erstmal mein Schwert hier auspacken. Yay. Das werde ich auch gleich mal braten, das Fleisch. Und, also Hühnchen sind nicht so eine coole Fleischquelle, finde ich, weil, man muss... das Fleisch immer so lang braten, also man kriegt von denen nicht so viel Fleisch, immer nur eins. Das zu braten lohnt sich da nicht so mega. Okay, wir haben noch 4 Setzlinge, also pflanzen wir mal weiter Bäume an. Bei mir ist halt so oft das Problem, dass ich, wenn ich eine Minecraft-Welt habe, mir irgendwie so sämtliche Bäume abhacke in meinem Umfeld und dann keine mehr habe, dann habe ich ein Problem. Okay. Hier sind ein paar, aber jetzt lange ich jetzt wieder hier um mich rum. Okay.
Also jetzt haben wir ganze 5 Holz wieder gesammelt. Und was halt auch relativ wichtig ist, tatsächlich. Auch wir haben ein paar Bäume angepflanzt. Ich überlege halt, ob ich so die äußeren Stumpen hier von meinem Haus aus nicht aus Brettern, sondern aus Stämmen mache. Das sieht einfach cool aus. Ja, ich drücke mich die ganze Zeit vor diesem Baum da. Ich habe keine Lust, den zu fällen, weil das ist einfach. Macht einfach irgendwie keinen Spaß, solche großen Bäume zu fällen. Aber es wird Nacht. So, also morgen. In-game morgen werde ich mal wieder langsam neues Dingsbaum, neues Holz holen. Wenn dann schon welches gewachsen ist, was ich ja sehr hoffe. So, Rind hier rein. Kohle hier rein. Und danach das Hühnchen. So. Chat zu spam. Also was ich mir übrigens auch noch wünschen würde, in Minecraft, so dass man die Größe des Chats einstellen könnte. Das wäre echt was ganz Cooles. So dass man so einstellen könnte, ob der Chat so ganz klein ist. Also mit der Einstellung von den von hier diese GUI-Maßstab-Einstellung hat er schon so ein bisschen das gemacht. So, jetzt hat es auch alles mehr sowas von PC Minecraft, wenn es unten nur so klein ist. Aber es ist halt so mit seinem fetten Daumen kann man dann halt so die Sachen nicht so gut treffen. Also werde ich weiterhin so spielen. So, in der Hoffnung, dass keine Monster gespawnt sind, werde ich mal so herausgehen und paar Bäume suchen. Also so solche fetten Bäume. 5. Die werde ich einfach nicht fällen. Hier ist Birke. Keine Eiche. Ist hier Eiche? Ah, meine erste kleine Mine hier. Wo ich meine ersten Steine rausgeholt. Ach so, hier hängen einfach noch Eichenblätter, weil sie von der Birke gehalten werden. Aber kein Holz. Also Holz wäre schon ganz gut, so für die äußeren. Für die äußeren Stämme hier. Ich werde auch mal ein bisschen näher dran Holz züchten, anbauen, damit ich nicht immer so weit laufen muss. Dann laufe ich halt mal hier rüber zu diesem schönen Birken-Eichenwald. Mischwald. So. So. Brauche schon ein paar mehr für die ganzen Äußeren. Also wenn. Ey, den auch noch. Ich weiß ja nicht, wie hoch ich die Stämme machen möchte. So 3 oder 4. Also ich glaube, so ein ganz enges Haus will ich eigentlich nicht bauen, wo man sich so beim Durchgehen den Kopf dran stößt. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. So, dann nehmen wir mal hier die. Zwei. Das war gerade richtig dumm. Weil, warum sollte ich bitte hier einen Stamm platzieren? Sieht man eh nicht. Eins, zwei, sagen wir 4. So, sonst ist es mir einfach zu eng. Hier brauche ich halt 5. Wow. Ja, so ist schon richtig. Das ist mir jetzt einfach zu niedrig. Sonst ist das so ein Kopfstoß. Ein Haus, wo man einfach nicht springen kann. Oh, ich glaube, ich habe hier einen zu viel gemacht, ne? Dann können wir diesen Einstamm ja eigentlich schon mal hier hin tun. Oh, shit, jetzt habe ich glatt meine Kohle verschwendet. Ich wollte ja auch noch mit dem einen Kohlestück da noch das Hühnchenfleisch durchbraten. Habe ich jetzt wohl ein bisschen verhauen. Möchte eigentlich nicht ein Kohle für 2 Hühnchen verschwenden. Ich bin da so ein Spartyp. So. So, also heute in diesem Video habe ich jetzt nicht so viel gemacht, aber ich glaube, ich werde das auch schon mal bald beenden. Na, wobei. Ich könnte eigentlich noch genug Holz holen dafür, dass. Oha, wie viel Setzlinge. Na gut. So dicht wächst du doch gar nicht.
Das kann nur beim Generieren in der Welt passieren. So, so, so. Okay. Dann hole ich noch ein bisschen Holz. Okay. Ist das ein großer? Bitte sei. Es ist ein großer. Oder? Na, gar nicht mal so groß. Nur ein Auswachsstumpen. Na, also, was auch in der 0.14 jetzt ist, ist halt so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber mir ist halt so, dass er nicht so zum Beispiel einen Block abbaue, dass er nicht so direkt geupdatet wird und dann noch eine Weile da zu sehen ist. Das ist ein bisschen schade. Durch diesen Glitch kann man dann zum Beispiel auch, wenn man jetzt hier, das ist besonders oft bei so Stämmen, gerade eben jetzt zum Beispiel, wenn man die abbaut, dass die dann halt nicht geupdatet werden und dann kann man da reinlaufen und dann kann man halt auch durch die Welt gucken für einen kurzen Augenblick, bis es halt geupdatet wird. Ja. Ist halt so eine Sache, ne? So, jetzt meinen ganzen Wald abholzen, so dass der ganze natürliche Bestand nicht mehr da ist. Wenn mal in echt so einen Baum so schnell nachwachsen würde, dann hätten die Menschen, glaube ich, sehr viel weniger. Ist weiter. Hätten die Menschen sehr viel weniger Probleme. Setzling, bitte. Setzen wir hier einen hin. Hier noch irgendwo hier. Gut, hier sind noch zwei. Ja, komm, hier setzen wir halt noch ein bisschen näher. Dieses hohe Gras immer hier. Das soll mal bitte weggehen. Danke. Können wir auch direkt ein paar Seeds sammeln? Weil früher oder später werde ich doch ein Beet bauen. Wenn man es einfach braucht. So. Okay. Jetzt möchte ich erstmal keine Seeds farmen. Cool, da haben wir sogar noch ein bisschen mehr Holz geholt. Ja, gefarmt. Und. Gut, dann. Hier können Sie es von hier aus den ganzen großen Baum fällen. Gut. Dann, was man natürlich auch bei einem Haus braucht. Ich wollte gerade schon die Folge beenden. Spoiler einfach noch ewig weiter. Ist ja auch egal. So. Was man beim Haus braucht, sind natürlich auch Türen. Gut, dass ich die ganzen Crafting-Rezepte weiß. So, hier. Ich weiß nicht, sollte ich lieber so zwei Ausgänge machen? Gucke das schon wieder. Jetzt wurden sie erst geupdatet. Ich glaube, zwei Ausgänge wären nicht verkehrt. So. Dann würde ich halt einen in Richtung Spawn machen. Ich weiß nicht, ob ich am Spawn noch irgendwas bauen werde. Das weiß ich ja nicht, ob ich in Zukunft irgendwas bauen werde am Spawn. Das kann ich jetzt ja noch nicht sagen. Aber, ja. Am Spawn kommt bestimmt noch was. Also mein Baustil ist halt gerne, ich baue halt gerne so, dass hier eine ganze Reihe einfach durchgehend Fenster sind. Oder, wenn ich das nicht mache, das möchte ich eigentlich machen. Ganz ehrlich, das möchte ich jetzt machen. Ich baue mehrere große. Komm nicht mal rein. Ich bin hier draußen gefangen. So, ich baue mehrere große Fenster. Also immer so 4x4 Fenster und mache dazwischen halt immer so kleine Holzbalken dazwischen. Aber das glitscht auch ab und zu das Handy hier. Ist ein bisschen schade. Aber macht nichts. Komm damit klar. Aber ich weiß halt nicht. Man muss halt so optimal bauen, damit das passt mit den 4x4. Immer. Okay, ich hole mir da drüben mal noch die Setzlinge und die Äpfel. Dann kann ich auch hier vor der Tür ein bisschen besser Holz anbauen. So, dann hier noch so. Na, Schaf. Geht's dir gut? Hier ist ein Höhleneingang. Gehe ich später nochmal rein. Obwohl wir ja auch eine Höhle haben bei uns zu Hause. Ja. Zugehen bitte, danke.
Das 10-Matt ist schon cool. Hier, das wächst dann ja nicht. Müssen ja immer mindestens 2 Block Abstand zwischen den Setzlingen sein, damit sie wachsen. So, noch alle anbauen. Und dann ist eigentlich auch schon gut. Also ich brauche auf jeden Fall in der nächsten Folge werde ich ein bisschen Sand holen gehen. Und dann werde ich anfangen, richtig hier mit Haus bauen. Das ist jetzt erstmal nur so der Grundriss. Ich werde vermutlich mal so, so, so. Und dann hier so erstmal so die Löcher ohne Glas für die Fenster. Dann so und dann hier den Balken. Der Balken kann dann entweder ein oder zwei groß sein. Ich würde mal sagen zwei. Aber wie auch immer, das möchte ich jetzt gar nicht erstmal noch gar nicht so ausweiten. Erstmal, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Wertung freuen oder ein Abo, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Und dann würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao.